Gut, und jetzt geht's wieder ab in die Höhle. Müh. Müh. Ist das alles, was du sagen kannst? Müh. Die Musik passt gerade überhaupt nicht, weil es Tag ist, aber ist mir egal. Wenn wir in der Höhle sind, wird sich's ändern. Jetzt haben die Kartoffeln gesichert. Und ja, jetzt geht's aber wirklich los, ne? Seit den ganzen... Wir haben es jetzt so lange herausgezögert, das ganze Zeugs. Jetzt geht's aber wirklich, wirklich weiter. Mit der Höhlenerkundung. Nicht wahr, Schäfchen? Jetzt wird hier nicht mehr rausgezögert. Jetzt macht der Kevin ernst. Wir haben dem Monster den Krieg erklärt und dem werde ich auch... keine Ahnung, was machen. Hallo, Schwein. Na los, ich schubse dich wieder in den See. Hey, 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 jetzt bist du ganz nass. Hey, 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 hey. Hey, was machst du da auf dem Baum? Komm runter. Ich weiß, du hast auch Angst vor den Viechern, aber... Hey, 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 ich bin so gemein. So, hier ist wieder die kleine Höhle, in der wir vorhin waren. Hier ist das Creeperloch. Hier geht's keine Ahnung wohin. So, hier ist noch unser Crafting Table von vorhin. Wir waren noch nicht in der anderen Richtung gegangen. Huh! Oh Gott! Wusste ich doch, dass da einer ist. Und Tschüssikowski! Wo ist dein Kollege? Ihr droppt doch, ihr spawnt doch immer zu zweit. Keine Ahnung, warum ihr das macht, aber ihr spawnt immer zu zweit. Gut, hier ist nichts. Hm. Hey. Toll, echt tolle Höhle. Ich bin beeindruckt. Ich bin sehr beeindruckt und wir haben keine Fackeln mehr. Hier ist auch nichts, okay. Aber hier ist Kohle. Nehmen wir sie schnell mit. Warum mache ich eigentlich immer... Okay, jetzt reicht es aber auch. Ach, wisst ihr was? Scheiß doch drauf, die Kohle. Ich will jetzt eine Höhle finden. Nicht so ein Pipi-Funzel. Ich will Eisen und den ganzen Scheiß. Redstone, Gold, Diamanten. Ich weiß, die findet man erst in den tieferen Höhlenbereichen. Aber wir finden gerade keine Höhle und es wird schon wieder Nacht. Das gibt's doch nicht. Wir finden keine gescheite Höhle oder... Wir kommen nicht zu einer gescheiten Höhlenerkundung, das will ich damit ausdrücken. Und ich glaube, Melonen sind auf die Dauer auch keine Lösung. Die heilen nämlich nur immer ein Dingens. Weißt du vielleicht, wo eine Höhle ist? Na los, antworte mir. Antworte. Was? Da lang, okay. Aber da geht die Sonne gerade unter. Bist du sicher? Hm. Ein Giftpilz. Oh Gott, das hat was zu bedeuten. Das ist ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass wir gleich creepieren werden. Creepieren mit C geschrieben. Creep. Creepieren, ne? Wie Creeper und so. Oh Mann. Da sind Fackeln, hier waren wir anscheinend schon. Hä? Ist das unsere Cobblestone-Sammelstelle? Ich glaube, das ist unsere Cobblestone-Sammelstelle. Seht ihr das da drüben durch diesen Junkfehler? Lol, das ist unsere Cobblestone-Sammelstelle. Ist ja lustig. So, es wird wieder Nacht. Was ist dort drüben? Ist das ein seltsames Dorf?
wo niemand weiß, was es zu suchen hat. Gott, hoffentlich findet mir den Weg nach Hause. Mond, kannst du mir sagen, warum wir keine Höhle finden? Und warum produzierst du Monster? Ein Wölfchen. Eine stille Nacht. Eine sehr stille, aber gefährliche Nacht. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Hier in den tiefsten Gewölben einer Höhle. Da drüben ist die Fackel anscheinend von uns damals platziert, als wir noch fröhlich waren und nicht durch diesen Scheiß da mussten. Ich gehe jetzt bewusst hier schwimmen, aus dem Grund, weil es hier am Strand sicher ist und wenn wir hier ins Innere des Landes laufen, sind hier überall Wälder. Und die Hauptmusik von New Vegas ist es, glaube ich. Hier sind schon wieder Fackeln, was alles zu bedeuten? Ein Creeper! Ein Skelett! Na los, komm runter! Du willst dich doch explodieren, oder? Na los, ich will dich umarmen! Was willst du mir sagen? Durch dein Gespringe? Willst du mich verarschen? Komm runter! Und? Diese kleinen miesen Kacklappen. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Aber ich glaube, dass wir irgendwo sind. Keine Ahnung. Das ist immer noch Phase 1. Kevin redet immer noch Bullshit. Verdammt! Ich wollte eine Höhlenerkundung machen. Was mache ich jetzt hier? Jetzt bin ich hier mitten in der in das Schneebiom. Ich habe das Gefühl, wir laufen im Kreis. Jetzt reicht's. Jetzt mache ich was total Abwegiges. Jetzt reicht's mir. Ich will eine Höhlenerkundung machen und nicht durch die Pampaya laufen. Ich mache jetzt etwas, was ich schon lange machen soll. Hätte machen sollen, meine ich. Und zwar mache ich jetzt Folgendes. Ihr seht es jetzt. Ihr schaut jetzt zu, was ihr macht, egal ob ihr gerade Nase popelt oder sonst was. Ihr schaut mir jetzt zu uns und seht zu, was ich hier jetzt mache. Ich baue mir ein Boot. Warum baut sich der Kevin ein Boot? Ganz einfach. Ich habe die Nase voll von dem Scheiß hier. Ich gehe jetzt in eine andere Welt rein. So, Dschungelbiom. Ach so, das ist der Dschungelbiom. Das heißt, wir müssen jetzt gleich zu unserem Dschungelhaus zu Hause kommen. Das würde erklären, warum hier so viele Fackeln waren. Jawohl, da ist unser Dschungel zu Hause. LOL, ich wollte da gar nicht hin. Umzingelt von feindlichen Kreaturen. Es wird belagert. Das reicht. Die Monster haben uns lange genug herumgeschubst. Wir müssen uns langsam zur Gegenwehr setzen. Sie umzingeln uns förmlich. Das könnt ihr euch abschminken. Wo ist der nächste? Na los. Das ist dein Ende, Enderman. Und dein Ende, Mr. Zombie. Ja, auch dein Ende ist es, Mr. anderer Zombie. Dem Enderman schaue ich jetzt gerade nicht ins Auge, sondern eher diesem Skelett. Das schaut mich so verlockend an. Seht ihr das neue Future? Es schießt schneller. Du. Na los, komm her. Krieg, werd wütend. Du bist wütend, nicht wahr? Oh Gott. Schnell was fressen, bevor wir weiterhin aufs Maul kriegen.
Regeneriere! Ah, schnell weg von diesem Viech! Schnell weg! Ich hasse Skelette! Ah, Pfeil im Arsch! Scheiße! So, auf dem Land kann man besser kämpfen. Ah! Sprungangriff! Das ist doch meine Monsterjagd. Scheiß auf Höhlenerkundung. Ja, lagen lieber ein paar Monster. Haben wir eigentlich eine Enderperle bekommen? Nein, haben wir nicht. Noch ein Skelett. Schnell, ab in unser Heim. Autsch! Los, Fifi, fass! Lass sie in Ruhe, es sind doch noch Kinder. Nicht. Hehe, ich habe euch ausgesperrt, ihr nutzlosen Viecher. Also, ich überspringe jetzt mal die Nacht. Hey, krepiert ihr Mistgirn. Ah! Was war das denn jetzt? Scheiß Enderman. Oh Gott! Oh Gott! Enderman? Oh Gott! Der rastet aus! Oh Gott! Oh Gott, da ist ein Creeper! Nee, ist er nicht. Da ist kein Creeper. Ah! Na los, Fifi! Jag ihn! Ich glaube, du solltest... Ich glaube, der braucht ein Asthma-Spray. Kann das sein? Okay, aus der Höhlenerkundung war wohl jetzt gerade nichts. Aber jetzt haben wir immer den Tag. Da kann ja nicht viel passieren am Tag. Am Tag sind wir ja sicher vor Monstern. Hä? Ach, Fifi, du willst mitkommen? Na ja, gut, wenn du willst. Ein Ozelot! Hey, Ozelot, komm her! Ozelot! 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 Er rastet aus! Ozelot! Egal, scheiß auf den Ozelot. Mit einer Höhle würde ich mich mehr zufrieden geben. Warum blinkt das Schießpulver da? Ne, das Schießpulver blinkt bei mir. Die Zahl zumindest. Ist es irgend so ein Bug oder so? Keine Ahnung. Und immer noch keine Höhle gefunden. Also langsam habe ich keine Lust mehr. Ich glaube, ich mache mir jetzt gleich auf die andere Seite des Ozeans. Da ist die Höhle! Schnell! Höhle! Höhle! Gut, noch ein paar Fackeln machen. Okay, jetzt kann es abgehen in die Höhle. Höhle, ich werde dich jetzt erfotzen. Das gibt's nicht. Wir finden keine Höhle. Das Spiel hasst mich. Ich will in eine Höhle und es lässt mich in keine rein. Warum bist du so nass? Ich laufe jetzt einfach mal in den Dschungel rein, vielleicht finden wir eine Schlucht oder sowas. Weil wenn wir hier immer noch am Strand lang gehen, dann finden wir ja auch nichts, ne?
Das Spiel macht einen Höhlenspaß. Habt ihr das gehört? Vielleicht ist hier im Wasser eine unterirdische Höhle oder sowas. Ich bin zu blöd, um eine Höhle zu finden. Unglaublich. Okay, muss mal kurz was fressen. Ich glaube, wir haben alle Melonen verbraten, wenn wir unsere Höhle gefunden haben. Und dann müssen wir wieder zurücklaufen, weil wir neue Melonen brauchen. Und gleich wird es wahrscheinlich wieder Nacht, oder? Was zeigt die Uhr an? Ja, es ist Mittag. Wir finden das, die Basis der Monster nicht. Was würde Bear Grylls jetzt tun? Trink deine eigene Pisse! Okay, mach ich. Verdammt, hier gibt's keine Pisse in dem Spiel. Ist das vielleicht eine Höhle oder sowas? Ja, es ist eine Höhle, aber wahrscheinlich ist sie nicht groß genug. Immer noch keine Höhle. Langsam habe ich keine Lust mehr. Ich will die Höhle konnten, aber ich will keine Höhle. Und wenn ich keine Höhle finde, kriege ich auch keine Eisen. Und ohne Eisen ist die Schnitzblech scheiße. Ozelot schon wieder. Und was machst du da? Huhn. Was machen wir nur? Es gibt keine Ressourcen mehr auf der Map. All das ganze Eisen befindet sich in der Höhle, aber es gibt keine Höhle. Nur ein scheiß Huhn, das sich mir in den Weg stellt. Und einem bescheuerten Creeper. Jetzt haben wir inzwischen schon ein neues Biom erreicht. Ich höre Lava. Wahrscheinlich unter dem Sand begraben. Aber erstmal möchte ich in dieses Mischwald-Biom rein. Vielleicht finden wir ja dort. Eine Höhle! Noch einer? Warte. Wir sind weit abgekommen von unserem Heim. Weit weg auf der Map. Von Zombies umringelt. Gleich wird's Nacht. Immer noch keine Diamanten und Rohstoff in unserer Hand. Spinne? Sag bloß, da ist unterirdisch eine fette Megahöhle. Die Spinne kommt näher. Ein Skelett, was ist hier los? Hier ist irgendwo eine... Ich dachte schon, eine weiße Spinne wäre neben mir. Ich habe Angst. Es wird Nacht. Was ist hier los in dieser Welt? Ich kann es nicht erklären. Mischwald. Weiterer Mischwald.
Wir werden niemals wieder heimfinden. Ich denke mal, unsere Spürhund kann uns helfen. Was zum Teufel ist das? Out! Ein paar Oktopusse können uns auch nicht den Weg weisen. Hier ein paar Löcher. Vielleicht ein Bombenangriff oder sowas. Von einer anderen Fraktion, die wir noch nicht kennengelernt haben. Da ist der Dschungel da hinten. Hier ist wieder ein neues Tigerbiom. Was ist da drüben? Sumpfbiom. Ich gehe mal dort lang. Vielleicht finden wir ein Hexenhaus oder sowas. Mal schauen. Vielleicht können wir die Hexe fragen nach weiteren Informationen, was diese Welt birgt. Es wird Nacht. Und ich habe Hunger. Abendessen. Das 13. Abendessen. Es wird wieder Nacht. Gleich geht wieder die Hölle los und wir haben immer noch keine Höhle entdeckt. Höchstens nur so Mini-Höhlen, die, mit der wir nichts anfangen können, die total nutzlos für uns sind. Sumpfbiom. Höhle! Nur ein Krater. Bombenkrater von dem Creeper, nehme ich an. So sieht's aber auch aus. Es ist Nacht. Nacht 3 auf unserer Suche nach einer Höhle. Und da kommen wieder die Viecher. Hund, jage mir keine Angst ein. Noch ein Creeper. Und eine Spinne. Sie greifen uns an. Pfiffi, fass! Spiel nicht mit dem Creeper. Vernichte ihn. Autsch! Wir sind im Kreis gelaufen. Die ganze Zeit über. Die ganze Zeit sind wir im Kreis gelaufen. Wir sind auf einer Insel. Was mache ich jetzt? Weißt du's? Hier, friss ein Spinnenauge. Verdammt. Das war's wohl mit unserer Höhlenerkundung. Ich werde wohl eine andere Insel finden müssen. Denn hier auf unserer Insel gibt's wie vielleicht gar keine Höhlen mehr, keine großen Höhlen, die für unsere Verhältnisse ausreichen. Wir müssen wohl expandieren. Oh, da liegen noch ein paar Slimebälle. Ja, komm, kusch dich, ich habe keinen Nerv für dich. Autsch! Autsch! Verdammtes Aimbot-Skelett! Spiel Call of Duty! Wenn du aimbotten willst.
Hier ist Creeper Island. Nee, Quatsch, Creeper Island ist dort hinten. Es ist New Creeper Island. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich habe was. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, aber lasst mich noch den Creeper killen. So ungefähr. So, wisst ihr was? Ich werde in der nächsten Aufnahmesession alle meine Sachen mitnehmen. Holz, Material zum Bauen. Und dann expandieren wir in eine andere Insel und bauen uns ein neues Zuhause auf. Wo wir dann eine Höhlenerkundung starten werden. Und seht euch das an, wir haben so viele Monster gekillt, wir haben schon Erfahrungsstufe 10, das gibt's doch gar nicht. Wir haben keine Höhle gefunden, nur höchstens so ein paar Mini-Höhlen. Ich werde jetzt in der Aufnahmesession, ich werde die Aufnahmesession jetzt beenden, dann geht's im nächsten Part, oder beziehungsweise gleich, weiter mit einer Revolution des Let's Plays. Wir werden expandieren, also, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.